Zu Wort gemeldet ist der Staatssekretär, bitte sehr. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Finanzminister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Nach 3 Tagen Budgetdebatte freue ich mich ganz besonders, jetzt nicht als Finanzstaatssekretär, sondern in dem Fall als Digitalisierungsstaatssekretär zu Ihnen zu sprechen und darüber, über die wohl größte Transformation, die die Wirtschaft seit der Globalisierung durchmacht, nämlich die Digitalisierung. Und diese Digitalisierung geht Hand in Hand mit der Energiewende. Man spricht von der sogenannten Twin Transition. Es geht darum, ob wir in Österreich, ob wir in Europa, ob wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, Gesellschaft, Schülerinnen und Schüler und alle, die in diesem Prozess beteiligt sind, schlussendlich zu Digitalisierungsgewinnern oder Digitalisierungsverlierern werden. Und es ist ähnlich wie die Erfahrungen, die wir bei der Globalisierung gemacht haben. Es macht vielen Menschen Angst. Wie bei der Globalisierung müssen wir schauen, dass Menschen nicht auf der Strecke bleiben. Wie bei der Globalisierung müssen wir auch schauen, dass einzelne Regionen auf der Strecke bleiben. Wie bei der Globalisierung dürfen wir auch nicht die gleichen Fehler machen, die wir vielleicht damals gemacht haben, wenn wir uns zurückerinnern, dass ein querstehendes Schiff im Suezkanal dazu führt, dass unbeteiligte Firmen sozusagen in Österreich Kurzarbeit anmelden oder wenn wir überlegen, dass wir beinahe die letzte Penicillinproduktion in Europa in Kufstein verloren hätten. Dabei geht es um verschiedene Themen, auf die ich ganz kurz eingehen will. Einerseits geht es dabei um die Infrastruktur, die wir sicherstellen müssen. Alle 2 Jahre verdoppelt sich das weltweite Datenaufkommen. Und unser Ziel als Bundesregierung ist es, bis ins Jahr 2030 eine gigabitfähige, bundesweit flächendeckende Infrastruktur zu bekommen. Einerseits mobil, damit meinen wir 5G und Folgegenerationen. Aktuell haben wir noch 2100 unterversorgte Katastralgemeinden in Österreich. Und unser Ziel ist es, bis ins Jahr Ende 2024 davon 1700 zu versorgen. Die Auflagen dazu sind bereits erstellt und der Rest kurz danach. Andererseits geht es um den Glasfaserausbau, also den kabelgebundenen, gigabitfähigen Internetempfang. Wir haben es dabei geschafft, in den letzten Monaten und Jahren einen enormen Boost hereinzubekommen. Über 6 Milliarden werden privatwirtschaftlich investiert, das ist aber nicht genug. Genauso wie wir früher sehr, sehr viel oder heute auch noch in die Straßeninfrastruktur, in die Infrastruktur mit Stromversorgung investiert haben, geht es jetzt darum, viel zu investieren in die Glasfaserinfrastruktur, in die Infrastruktur für das schnelle Internet. Geht es schlussendlich darum, eine Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Regionen herzustellen. Hier kann privat investiert werden, wo es sich auszahlt. Hier müssen wir aber fördern, genau dort, wo es sich nicht auszahlt. Und wir haben 1,4 Milliarden hier bereits in die zweite Breitbandmilliarde investiert. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dem nun vorliegenden Budget für das Jahr 2026 weitere 400 Millionen vorsehen. Dadurch wird die zweite Breitbandmilliarde eigentlich zur zweiten und dritten Breitbandmilliarde, denn es werden 1,8 Milliarden investiert. Zum Zweiten das E-Government. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind damit konfrontiert, dass sich die Menschen von uns erwarten, dass die Verwaltung heute so einfach funktioniert wie das neueste Smartphone-App. Also so einfach wie das neueste Dating-App sollte auch die Verwaltung funktionieren, sollte es auch funktionieren, einen neuen Reisepass zu beantragen, sollte es möglich sein, sich umzumelden. Alles andere, und das muss uns bewusst sein, führt zu Frustration. Und so haben wir in den vergangenen Jahren bereits über 200 Anwendungen im digitalen Amt digitalisiert. Wir schaffen aber bis ins Jahr 2024 alle Amtswege zu digitalisieren. Und begonnen haben wir mit dem digitalen Führerschein, den bereits viele Österreicherinnen und Österreicher nutzen konnten und auch die Polizei bereits die ersten abnehmen konnte. Bis ins Jahr 2023, also noch nächstes Jahr, führen wir den digitalen Zulassungsschein ein, einen Altersnachweis, das Klimaticket oder auch die digitale E-Card dann am Handy. Wir bringen damit die Verwaltung von einer Hohl- in eine Bringschuld, das, was wir schlussendlich auch schaffen sollten. Stellen Sie sich vor, ein neues Kind wird geboren. Wir haben gestern ja
digitalen Eltern-Kind-Pass vorgestellt und gleich wird in Folge den Eltern angeboten, welche Möglichkeiten gibt es jetzt auf Elternkarenz, wie viel bekommt man auch, wie kann man die Services entsprechend nutzen. Das ist eine Verwaltung, so wie ich sie mir im 21. Jahrhundert vorstelle. Dafür müssen wir investieren in die neue Usability dieser verschiedenen Applikationen. Dafür investieren wir auch im kommenden Jahr allein in UG 15 108,6 Millionen und bis ins Jahr 2026 über 370 Millionen. Als letzter Punkt ist es mir sehr wichtig anzusprechen, das Thema der digitalen Souveränität und Cybersicherheit. Ein Thema, was enorm an Bedeutung gewinnen wird. Über 80% aller weltweiten Daten, dem müssen wir uns bewusst sein, befindet sich nicht in Europa. Wir begeben uns dadurch in eine Abhängigkeit durch Systeme, auf die wir keinen Zugriff haben. Es wird also an uns sein und insbesondere das im europäischen Regelregime darauf zu schauen, wie wir eine digitale Souveränität Europas sicherstellen können. Dabei, und das sage ich ganz offen, geht es um keine digitale Souveränität Österreichs, sondern geht es um eine digitale Souveränität, um ein Framework zu schaffen. Auch die großen Player, die meistens aus den Vereinigten Staaten oder aus China kommen, in ein Regelwerk zu zwingen. Und das funktioniert, wie wir es bereits bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben. Ich möchte ganz besonders auch den Bereich der Cyber Security und Cyber Defense erwähnen, wo das Bundesministerium für Landesverteidigung und das Innenministerium enorme Investitionen in den nächsten Jahren vornimmt. All das bedeutet insgesamt bis ins Jahr 2026 1,2 Milliarden mehr für die Digitalisierung und dadurch auch, darf ich zurückzukommen, es geht darum, diese Chancen der Digitalisierung zu nutzen, damit wir alle zu Digitalisierungsgewinnern werden und dadurch auch ein neuer Wohlstand durch Digitalisierung entsteht. Danke. Der Staatssekretär für Digitalisierung im Finanzministerium, Florian Turski von der ÖVP, lobt das Budget mit Milliarden für Breitbandausbau oder das digitale Amt.